Hallo, ja, wir sind Style Ranking. Heute sind wir exklusiv im Universchow in Düsseldorf und interviewen Mariella Ahrens zu ihrer neuen Modekollektion Gallery of Moments, ihres neuen Labels, Alaira M, richtig ausgesprochen. Gut, dann erzähl doch mal schon direkt, wie du auf diesen Namen gekommen und wieso hast du ihn gewählt als Name deines Labels? Ich wollte halt einfach meinen Namen, den ich hier öffentlich habe, Mariella Ahrens, als Schauspielerin einfach auch getrennt von der Modekollektion lassen und einfach wirklich zwei verschiedene Geschichten machen, damit man das nicht unbedingt verbindet. Und habe überlegt, wie kann ich das nennen und bin auf ganz viele verschiedene Namen gekommen, habe sogar im japanischen Wörterbuch nachgeschaut und bin dann ein Gläschen Wein auf meinen Vornamen rückwärts gekommen. Das fand ich eine tolle Idee, weil es trotzdem was mit mir zu tun hat und doch was anderes ist. Und was oder wer hat dich dazu gebracht, Designerin zu werden? Ach, ich würde mich jetzt noch nicht als Designerin bezeichnen, sondern ich bin einfach unheimlich kreativ und habe, denke ich, bin ich überzeugt, eine tolle Idee für Schönes gehabt und habe das einfach umgesetzt und habe mir natürlich helfen lassen, auch von einer Modedesignerin, die mir geholfen hat, das Ganze dann auch umzusetzen auf das Shirt. Und ich würde es auch gerne weiterführen, also auch für Männer, für Kinder und auch andere Motive wählen. Also immer klassische Zitate verbunden mit einem Bild von einem Maler. Entwirfst du deine T-Shirts für einen bestimmten Typ Frau? Wer soll sie tragen? Also ich hoffe, dass es jeder trägt, weil dafür habe ich sie nämlich auch extra entworfen, weil ich weiß, wie es mir geht, wenn ich in einen Laden hier ein T-Shirt kaufen will. Entweder sind sie tailliert, zu kurz, zu lang oder der Ausschnitt gefällt mir nicht. Und ich habe einfach gedacht, ich entwerfe jetzt ein Shirt vom Schnitt her auch, wie ich oder wie Frauen, sage ich mal, es tragen würden im Allgemeinen und nicht nur bestimmte Frauen. Also auch nicht immer nur die Modeltypen oder die ganz Großen. Also einfach, wo es wirklich zu jedem passt und das kann man. Also ich habe das jetzt an verschiedenen Freundinnen ausgetestet, wirklich von schmal bis etwas voll schlanker, bis alles. Und es hat überall gut gesessen und das hat mir wirklich gesagt, okay, der Schnitt stimmt. Weil es ist einfach ein gerader Schnitt, nicht tabiert, trotzdem weiblich. Leger und edel, so sollte es sein. Okay. Wie ist es denn, du hast jetzt deine T-Shirts in der ersten Fotokampagne alleine vorgestellt, bist du auch selber Model, wenn du deine Mode selbst vorstellen oder wirst du andere Frauen deine Mode präsentieren lassen? Also eigentlich möchte ich das schon mit anderen machen. Ich habe jetzt eine Homepage, die ist seit gestern online, da freue ich mich sehr drüber. Das ist www.alaira-m.com. Da bin ich noch drauf, aber eigentlich wird das dann geändert werden. Zum Ende des Jahres ändere ich das, wenn dann die produzierten T-Shirts da sind. Das ist ja nur die Musterkollektion. Und dann werde ich das sicherlich auch mit Models machen. Kommen wir nochmal kurz zu deinem eigenen Geschmack. Was ist dir beim Styling besonders wichtig? Was ist zum Beispiel dein Must-Have für ein perfektes Outfit? Also ich bin gerne Jeansträger. Ich liebe Jeans, also im Alltag auf jeden Fall. Und dann habe ich auch so meine klassischen Ausgeh-Jeans. Ja, ich kann da schon ganz gut unterteilen. Das ist ein Must-Have, also die Alltags-Jeans und die Ausgeh-Jeans. Und ansonsten natürlich auch nach meinem Kleiderschrank, wie die Shirts, wie das Cocktailkleid und wie die Ausgeh-Oberteile. ansonsten bin ich jemand, der das einfach, ich ziehe an und kaufe auch so Teile, die zu mir passen, also einfach was zu meinem Wesen passt, zu meinem Leben passt. Ich habe ja viele verschiedene Situationen so an einem Tag. Bei mir fängt das an, morgens, wenn ich Kinder wegbringe, brauche ich was ganz Legeres, doch muss man zum schnell drüber schlüpfen. Am Nachmittag vielleicht die Termine und am Abend zum Ausgehen. Also man braucht eigentlich eine große Palette. Hast du ein Must-Have für den Herbst? Ganz aktuell? Ich hoffe, meine Shirts sind langarm. Es hat sich auch wirklich zum Herbst. Ja, kommt ich also, naja, zum Winter eher, so im November kommen die in die Geschäfte auch in langarm. Und ich hoffe, dass das wirklich sehr freuen, wenn das irgendwie funktioniert und wenn die Leute auch das dahinter verstehen und auch vielleicht denken, dass man mal ein bisschen was mit Anspruch vielleicht auch anziehen könnte, ohne den Zeigefinger. Also eigentlich auch wirklich, habe ich versucht, es auch witzig zu machen. Kommen wir nochmal zurück zu deinen Motiven. Das sind Zitate berühmter Dichter zum Beispiel. Hast du ein Lieblingsgedicht? Gedicht, ja, aber meinst du jetzt von den Shirts? Nee, generell. Generell? Ob es vielleicht sich sogar schon mal auf einem T-Shirt findet? Nein, leider nicht. Also mein Lieblingsgedicht ist ja der Panther. Das hatte ich auch überlegt, es auch auf ein Shirt zu bringen, aber das Zitat, also ich habe versucht, eine Zeile zu finden, die relativ kurz ist, die man auf ein T-Shirt auch schreiben kann. Also hier
sind ja alles, das ist der längste Satz. Und der Haifischwiese 10 und der von Pantera noch länger. Also es ging einfach nicht, ohne Inhalt wegzulassen. Deswegen musste ich das leider verwerfen, die mit dem Panther. Vielleicht mache ich das nicht, weil es ist mein Lieblingstier und auch einer meiner Lieblingsgedichte. Hast du denn dennoch eine literarische Figur, mit der du dich sogar identifizieren kannst, die du vielleicht sogar gerne wärst? Nein, das habe ich nicht. Ich habe aber einen Wunsch. Also wenn ich hier bei den klassischen Zitaten bin, ich liebe ja Klassiker sehr und deswegen habe ich auch den Pudel zum Beispiel aus Goethes Faust, der ja eigentlich ein Teufel ist, das ist der Mephisto. Und den würde ich gerne spielen. Das gibt es noch nicht. Also der Mephisto und Faust wird immer von Männern gespielt. Also das wäre eine Idee von mir und das würde ich sehr gerne machen, weil keiner sagt, dass das immer nur die Männer sind. Und Tiere spielen eine wichtige Rolle also in deiner T-Shirt-Kollektion oder würdest du eher sagen, sind die Symbole der bestimmten? Ich habe mich erstmal einfach auf Tiere festgelegt. Es sind ja auch Vögel, zum Beispiel aus Romeo und Julia, das war die Nachtigall, nicht die Lerche von Shakespeare. Ich habe die auch Animals genannt, die erste Kollektion, aber ich möchte das eigentlich ausdehnen. Es sollen auch mal Blumen, Bäume, Götter, Engel, Bibelzitate vielleicht, also alles Mögliche kann ich mir da vorstellen. Aber alles, was aus, sag ich mal, dem klassischen Bereich kommt, wo man vielleicht auch überlegen kann, Mensch, woher kommt das? Den Satz kenne ich doch irgendwie und schaut vielleicht nach und macht auch neugierig. Oder wären das dann, was ich dann auch nächstes Jahr entwickeln möchte, wären das aus Kinderbüchern Zitate, aus alten klassischen Kinderbüchern, vielleicht vom Strunzelbüchern. Vielleicht, wenn ich darf, auch aus Pippi Langstrumpf oder so, dann einfach auch mit süßen Bildern. Das ist schön. Warum Zitate? Weil ich finde, dass da auch viel Stoff drin ist und auch manche Zitate, und auch wenn man nicht gerade religiös ist, trotzdem einen zum Nachdenken anregen können. Deswegen ja auch mein Slogan Gallery of Moments. Es sollten Momente sein aus einer bestimmten Geschichte, wo gerade was passiert, also wirklich wichtige Momente, Momente zum Nachdenken. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Du sagst, eine Gallery of Moments verknüpft so Vergangenheit und Zukunft. Was ist dir persönlich wichtiger, das, was war oder was kommt? Eigentlich beides. Also ich möchte auch zum Beispiel nicht, dass man die Vergangenheit vergisst, also gerade unabhängig jetzt von historischen Sachen, aber dass man auch nicht vergisst, unsere ganzen, sage ich mal, künstlerischen Sachen her oder Mozart. Ja? Ich meine, die hätte es denen nicht gegeben, hätte vieles nicht, was wir jetzt haben. Also daher hat sich ja viel aufgebaut. Oder ich setze mich zum Beispiel auch, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Thema, aber ich setze mich auch für Senioren ein. Ich habe einen eigenen Verein gegründet und da geht es mir auch darum, ja, die Vergangenheit nicht zu vergessen, dass die Senioren uns halt geholfen haben, unsere Gegenwart aufzubauen. Und so ähnlich, sage ich mal, würde ich das da auch sehen. Was wünschst du dir dann für die Zukunft, sowohl privat als auch gerade für deine Kollektion? Ich wünsche mir, dass das privat geht es mir gut, fange ich mal da an. Also da habe ich eigentlich im Moment Gott sei Dank keine Wünsche. Und für die Kollektion wünsche ich mir natürlich, dass die, dass die Leute verstehen, was ich damit möchte und dass sie vielleicht auch Spaß beim Tragen haben von sowas. Und nicht immer nur so die Plattensprüche vorne drauf haben wollen, sondern vielleicht auch Lust haben, mal wieder wirklich Kunstrichtung zu entdecken auf eine andere Art und Weise. Hast du da trotzdem Prioritäten? Familie, Beruf, Schauspielerei, Modedesign? Hast du da eine Priorität? Also, ja klar, also mein Privatleben ist natürlich immer im Vordergrund und der Schauspielberuf, den werde ich jetzt deswegen nicht aufgeben. Aber ich bin, ich bin ein energetischer Mensch und ich möchte gerne so alles am Laufen lassen. Also ich werde mich für jedes Gebiet einsetzen, mit gleicher Energie. Noch kurz zu einer Kollektion, die wird es noch dieses Jahr geben. Wo wird sie vertrieben? Wo ist sie erhältlich? Also sie wird ab November, wenn alles gut geht, ich das schaffe mit der Produktion, wird sie im Jades auf jeden Fall sein. Und dann ausgewählten Fakten, die wir dann ab Oktober sicherlich auch auf der Homepage haben werden. Und natürlich auch über einen Internetshop, wenn man möchte, auf meiner Homepage auch ab November. In welcher Preisklasse müssen wir uns deine T-Shirts vorstellen? Die werden 99 Euro. Gut, dann danken wir dir recht herzlich fürs Interview. Wir haben jetzt einiges erfahren und sind schon gespannt, was die Zukunft mit dir so bringt. Ja, ich auch.